wichtige, verfehlte Vorsicht mit Geheimfragen. Bei der Rückklärsprache wird jedes einzelne. Wir sind doch auf der Kipo. Was ist eine Kipo? Die Kinderbuchmesse. Los, schauen wir uns um. Seit wann gibt es die Kibum? 8 Jahre war es unter der Leitung der Stadtbibliothek und seit 10 Jahren machen wir das jetzt zusammen mit dem Stadtjugendring. Wie viele Bücher gibt es auf der Kibum? Also die Wanderbuchausstellung, die hat ca. 2000 Bücher und dann gibt es eben noch die Sonderbuchausstellung von der Stadtbibliothek. Wo kommen die Bücher denn her? Es gibt ja diese Wanderbuchausstellung, der kommt aus Oldenburg. Da schicken die Verlage die Bücher erstmal nach Oldenburg und diese Bücher gehen dann praktisch auf die Reise an die verschiedenen Plätze, eben auch nach Ulm. In der Stadtbibliothek, in der Pyramide ist die Veranstaltung und normalerweise in der Sparkasse. Und natürlich in den Kinos findet auch was statt. Filme werden dort gezeigt. Wie viele Autoren sind dieses Jahr da und wie heißen sie? Also dieses Jahr sind 4 Autoren da. Das wird immer eingeladen von den 3 Buchhandlungen, die mitnehmen. Das ist die Buchhandlung Jastram, Buchhandlung Kerle, Buchhandlung Gontrom. Und dann kommt noch einer, wird eben vom Stadthaus eingeladen. Und dieses Jahr ist es der Herr Trevenka, der Herr Kriksch, der Herr Weber und der Herr Schlüter. Wer war der allererste Autor hier auf der Kibum? Eine der ersten, die ich sehr beeindruckend fand, war die Gudrun Pausewang, eine bekannte Autorin, die hat Die Wolke geschrieben und Die letzten Kinder von Schevenborn. Als sie bei uns war, war sie auch schon weit über 70 und es war ein Jahr mit dem Schneechaos hoch 5. Die Klassen sind zum Teil nicht gekommen, die Autoren sind ausgefallen und sie ist auch 100 Kilometer von hier gestrandet und hat sich dann tapfer ein Taxi genommen und ist rechtzeitig hier erschienen. Es hat mich also sehr beeindruckt. Was für ein Thema hat die Kibum dieses Jahr? Dieses Jahr haben wir das Thema Spione, Agenten und Detektive. Hier in der Kibum gibt es einen großen Lesesaal. Es sind extra Tische mit Büchern errichtet. Da kann man zum Beispiel sehen, was das für ein... Da gibt es ja diese Punkte. Grün, orange, gelb. Und dann ist es jetzt hier zum Beispiel ein grüner Punkt. Und das, ja, das ist mit 10 bis 12 Jahren. Das ist zum Beispiel hier ein orangener Punkt und orange steht hier. Sachbücher 6 bis 9 Jahre. Auf der Kibum gibt es jedes Jahr eine Ausstellung von verschiedenen Schulen. Dieses Jahr hat es Kon-Tiki gemacht. Hier seht ihr viele Bilder, viele schöne Bilder vom Räuber-Hotzenplotz. Ihr denkt, ich wäre jetzt zu Hause? Nein, ich bin immer noch auf der Kibum. Ich bin hier in der Märchenjurte. Es ist hier kuschelig, warm und gemütlich. Hier werden Geschichten und Märchen erzählt. Hallo Sven, wir waren gerade auf Ihrer Lesung. Wissen Sie, wie die Jurte auf den Münsterplatz gekommen ist? Ja, das war eine Idee von uns. Wir haben ein Kinder- und Jugendtheater und wir haben uns die bauen lassen und die wird jedes Jahr aus dem Lager hierher gebracht. Dann sind 3 Schreiner da, die müssen dafür sorgen, dass alles sicher steht, weil das kann ich nicht. Ich bin ja Schauspieler, Regisseur und haben noch ganz viele Helfer und dann brauchen wir, sagen wir ungefähr 2 Tage, bis diese ganze Jurte, das Holz und die Stoffe, die oben drauf sind, hier stehen. Und dann kommt noch eine Firma, deren Namen ich nicht nenne, die kommt aus Schweden, hat so Möbel. Und die bringen uns dann die ganzen Inneneinrichtungsgeschichten und dann ist die Jurte fertig, wenn der Ofen drin ist und es warm ist. Okay, danke schön. Und wissen Sie, wie lange die Jurte hier steht? Ja, die steht während des ganzen Weihnachtsmarktes hier. Hinterm Stadthaus sind wir dieses Jahr. Wir sind umgezogen, weil das immer so laut war mit der Bahn im Märchenwald. Und wir sind über die ganze Zeit da. Das heißt ungefähr 4 oder 5 Wochen, je nachdem, wie lange der Weihnachtsmarkt geht. Ich gebe weiter an Nathalie. Hallo Nathalie. Hallo. Was findet in der Jurte statt?
Gute Frage. Wir haben ein Kinder- und Jugendtheater und was wir hier drin machen ist szenische Lesung. Jetzt fragt man sich, was ist eine szenische Lesung? Bücher aufschlagen und vorlesen? Nee, wir sind Schauspieler, sind insgesamt 7 Personen und die erzählen frei Geschichten und gehen manchmal auch auf das etwas freche, manchmal auch italienisch freche Publikum ein. Wer sucht die Bücher, die vorgelesen werden, aus? Ja, 7 Schauspieler haben unterschiedlichste Ideen. Die einen kommen mit einem Märchenbuch an, die anderen kommen mit einer Geschichte an, die anderen kommen mit einem Theaterstück an. Diese Schauspieler, die hier drin erzählen, die haben selber die Ideen und bringen ihre Geschichten mit und werden vorher abgestimmt, dass wir nicht alle die gleiche erzählen. Meine Geschichte beginnt jetzt. Gut. Wer möchte gern im Internat auf die Schule gehen? Stellt euch vor, ihr seid ja im Internat. Und da sind natürlich getrennt immer die Jungs und die Mädels Schlafzimmer und so, da darf man nicht, um Gottes Willen. Und es ist so, abends so gegen 11 muss man das Licht ausmachen, das ist so ein bisschen wie im Gefängnis. Und es gibt immer so einen, der muss Aufsicht machen, der hat draußen im Flur so ein Zimmer und da ist noch Licht an und der geht dann immer durch die Zimmer und guckt nach und bei den Mädels so, oh Mädels, Licht aus, ihr könnt morgen über Schminken reden, ja? Alles klar. Wie Mädels halt so sind. Die Autoren. Und zwei stellen wir euch vor. Ich heiße Gernot Winsch, ich bin 48 Jahre alt, ich komme aus Hamburg und ich schreibe Bücher. Der lieben langen Tag. So, unterschreiben Sie hier auf der gepunkteten Linie, sagte die Kimono-Frau und schob Emmas Vater das Formular ein. Es sind übrigens genau 192 kleine Punkte in der gepunkteten Linie. Ich habe sie gezählt. Emmas Eltern lachten artig, weil sie dachten, es wäre ein Scherz. Aber Emma ahnte, dass diese komischen Kimono-Frauen wohl tatsächlich die Punkte in gepunkteten Linien zählten und womöglich noch ganz andere, weitaus verrücktere Dinge taten. Emma war sich nicht sicher, ob sie Angst vor dem Drilling haben oder sie cool finden sollte. Auf jeden Fall waren sie spannend und geheimnisvoll. Und nachdem Emmas Vater seine Unterschrift auf die 192 Punkte gekritzelt hatte, erboten sich alle. Emmas Mutter umarmte ihre Tochter und flüsterte ihr ins Ohr: Ach, das wird ein Riesenspaß, das ist schon sie. Ich hab dich lieb. Und dann wuschelte ihr Vater durchs Haar und sagte: Viel Spaß, meine kleine Prinzessin. Ganz, ganz viel Spaß. Guten Tag, Herr Gritsch. Wir waren ja gerade auf Ihre Lesung im Tal der Buchstabennudeln. Das ist ja Ihr zweites Buch. Hier seht ihr es. Und wir haben herausgefunden, das haben Sie uns ja erzählt, dass Sie sind jetzt 48 Jahre alt. Mhm. Sie haben 3 Kinderbücher geschrieben, unter anderem im Tal der Buchstabennudeln. Sie waren früher sehr schüchtern. Ja. Und Sie wollten nicht gerne in Schulandheim oder auf Klassenfahrten oder so. Mhm. Wieso haben Sie Schulfahrten gehasst? Ich hatte das Problem, dass es bei den Klassenreisen so, da gab es immer diese großmäuligen Jungs, die wahnsinnig gut Fußball spielen konnten und alles kontrolliert haben. Und ich war eher so der stille, schüchterne Bücherwurm. Wie sind Sie darauf gekommen, auf der Kibum vorzulesen? Ja, ich wurde einfach gefragt. Ich muss gestehen, dass ich nicht mal wusste, dass es die Kibum gibt vorher. Ich habe auch gerade gestehen müssen, dass ich bis gestern gedacht habe, wohnen wir in Bayern. Man lernt ja nie aus. Aber es ist ja dicht dran, habe ich mir erklären lassen. Also ich muss mich nicht schämen. Und es ist eine tolle Sache. Ich finde das eine großartige Sache, dass hier rumgestöbert werden kann in so vielen Büchern, in so einer tollen Atmosphäre. Und das sollte man in anderen Städten ruhig auch mal machen. Ich bin Zoran Delenke. Ich werde euch aus ein paar Büchern vorlesen. Ich werde euch vorstellen, was ich alles anstelle. Kurz, was ist meine Geschichte? Ich bin 1967 geboren und in 3 Jahren kam ich aus Kroatien hierher. Mein Vater ist Kroate, meine Mutter ist Serbin. Und sind ausgewandert. Mein Vater fing an, in Berlin zu arbeiten, meine Mutter auch. Und ich wuchs auf. Bisschen auf der Straße, das heißt, ich war nicht gerne zu Hause. Ich habe sofort meine Tasche in die Ecke gepackt nach der Schule und raus auf die Straße und habe Bücher gefressen, seitdem ich 5 bin und war deswegen relativ eine Pfeife in der Schule. Im Herbst 1976 beschlossen wir, Berlin anzuzünden. Wir waren 9 Jahre alt und strummelten durch die Stadt wie Verrückte, die sich alles erlauben durften, weil sie ja verrückt waren. An jeder Laterne spuckten wir aus. An jeder Ecke sahen wir uns um, als wären wir hier schon mal gewesen. Meine Eltern waren mit meiner Schwester und mir letzten Monat vom Wedding nach Charlottenburg gezogen. Ich hatte neue Freunde gefunden und war ein Held unter Helden.
Jeder von uns hat eine Streichholzschachtel. Wir waren für alles bereit. Berlin sollte Feuer fangen. Am Lienzenseepark blieben wir stehen und Adrian zeigte die Büsche. Da fangen wir an. Wir zwängten uns in die Büsche. Es roch nach Bier und ein wenig nach Hundekacke und wir schauten schnell unter unsere Turnschuhe, aber da war nichts. Also stellten wir uns im Kreis auf und schoben ein paar Blätter zusammen. Mann, das wird brennende Hölle, sagte Werner und spuckte aufs Laub. Nicht, wenn du da drauf spuckst, sagte Edi. Mann, das ist keine Spucke, sagte Werner. Das ist Spiritus, das wird brennende Hölle. Was für ein Buch hast du geschrieben zwischen dem 7. und 12. Lebensjahr, wenn überhaupt? Ich habe zu der Zeit nur Gedichte geschrieben und ein paar Horrorgeschichten, aber meistens Liebesgedichte, die sehr kitschig und pathetisch waren, aber ich habe kein Mädchen gekriegt. Wie sieht so dein Arbeitstag aus? Ich stehe so gegen, im Sommer gegen 8 auf, im Winter meistens gegen 10, kommt mal drauf an. Und eine Stunde sitze ich da, frühstücke, lese ein bisschen, dann gehe ich 2 Stockwerke höher, arbeite, komme wieder runter. Nach einer Stunde lese wieder und das mache ich den ganzen Tag über. Dann wird es dunkel, dann sitze ich da, gucke Filme, arbeite wieder und das geht so bis 5 Uhr morgens, 4 Uhr morgens und ich arbeite so fast 10 Stunden am Tag. Bücher, Bücher, Bücher. Die Kippung ist dieses Jahr vorbei. Bis nächstes Jahr.